Der 9. Mai, das ist der Stichtag für den Zensus, die große Volkszählung. Da wird nur rund ein Drittel der Bevölkerung befragt. Es werden aber trotzdem alle bei der Zählung berücksichtigt. Wie das funktioniert und warum der Zensus so wichtig ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Der Staat macht Inventur, er zählt seine Bürger. Die EU schreibt das neuerdings alle 10 Jahre vor. Am 9. Mai könnte sie also auch vor ihrer Tür stehen, die Interviewerin des Zensus 2011. Vor 25 Jahren war die letzte Volkszählung. Inzwischen stimmen die Zahlen nicht mehr, weil viele Menschen sich nicht abmelden, wenn sie umziehen. Sie werden doppelt und dreifach gezählt und niemand merkt das. Dadurch ist die amtliche Bevölkerungszahl wahrscheinlich um 1,3 Millionen zu hoch. Das ergab zumindest ein Zensustest vor 10 Jahren. Den Irrtum vom Amt soll die Volkszählung nun korrigieren. Sabine Bechtold vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden hat die Volkszählung federführend geplant. Ein Zensus ist eine Basisstatistik, um für andere Statistiken einen Rahmen zu bilden, einen Stichprobenrahmen, einen Hochrechnungsrahmen. Jede Zahl, die eine Pro-Kopf-Aussage macht, das Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung, der Pro-Kopf-Verschuldungsstand in Kommunen, alle diese Daten beziehen sich auf Einwohnerzahlen und indem die Einwohnerzahlen sich ändern, ändern sich auch diese Pro-Kopf-Werte. Wären wir also 1,3 Millionen weniger, dann läge das Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland 2010 rund 400 Euro höher. Gleiches gilt auch für die Pro-Kopf-Staatsschulden. Braucht eine Gemeinde hier eine neue Straße? Oder vielleicht doch besser hier? Auch solche Fragen verspricht der Zensus zu beantworten. Wo müssen Kindergärten gebaut werden? Wo müssen die Altenheime hin? Bis hin zu Fragen, reicht unsere Abwasserversorgung noch? Wo entstehen neue Stadtteile? Wo ist Abwanderung, dass wir vielleicht eine zu großdimensionierte Abwasserversorgung haben? Sämtliche kommunalen Planungen brauchen als Erdung eine Bevölkerungszahl. Aber wie geht das? Der Zensus ist eine Volkszählung ohne Volk. Die Statistiker arbeiten mit einer neuen Methode. Sie holen sich die Daten aller Bürger von Meldeämtern, der Arbeitsagentur und aus anderen Registern und verknüpfen sie in einer Megadatenbank. Ein Wohnungsregister gibt es nicht. Deshalb werden noch 13,7 Millionen Wohnungseigentümer befragt, um festzustellen, in welchem Zustand die Gebäude sind und wo neue Wohnungen gebraucht werden. Die Interviewer kommen aber nur zu 10% der Bevölkerung. Und das auch nur, um die Fehler der Melderegister zu korrigieren. In kleinen Gemeinden sind die Register genauer als in Großstädten, weil die Menschen hier sesshafter sind. Diese Unschärfen können wir statistisch korrigieren, indem wir 10% der Bevölkerung zur eigenen Person befragen und dann herausbekommen, wie viele Registerfehler jede Kommune hat. Das wird dann rein statistisch korrigiert. Es fließt nichts aus den Befragungen, die wir durchführen, an die Register zurück. Trotzdem wollen sich Bürgerrechtler nicht vom Staat durchleuchten lassen. Für sie ist der registergestützte Zensus eine unrechte Ansammlung von Daten. Die werden nun verknüpft und für die Volkszählung verwendet, ohne dass die Bürger gefragt wurden. Ich denke, wenn man wüsste, okay, da kommt ein Volkszähler, dann sehen die Leute, dann Menschen, dann wissen die, der kommt. Aber dadurch, dass die Daten alle so weitergegeben werden, ohne dass man es merkt, ist es den Menschen meistens noch gar nicht so bewusst. Wenn man sich es vorstellt, alle Daten werden in einer zentralen Datenbank zusammengeführt und da gespeichert, dann ist schon allein diese Existenz von dieser Megadatenbank ein großes Problem und ein Sicherheitsrisiko, weil es natürlich Begehrlichkeiten weckt. Bürgerrechtler sehen die bei den Politikern. Doch auch die Vorschriften für die Interviewer erscheinen ihnen in einigen Bundesländern zu lax, so etwa in Berlin. Und was ich auch noch ganz, ganz schwierig finde, ist eben die Sache, dass die Erhebungsbeauftragten die Fragebögen mit nach Hause nehmen können. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich ganz sensible Daten von mir preisgebe an eine für mich trotzdem fremde Person und die dann die Unterlagen zu Hause auf dem Schreibtisch liegen hat und dann vielleicht noch mal reinguckt oder vielleicht mir doch was kopiert, dann mache ich mir da schon meine Gedanken. Die Statistiker wiegeln ab und verweisen auf die Datenschutzbeauftragten, die den Zensus überwachen. Ziel der Volkszählung ist mehr Gerechtigkeit. Steuergelder sollen vom Bund gerecht an die Kommunen verteilt werden und Bundestagswahlkreise neu bestimmt werden.
Hessen verliert vielleicht sogar einen Sitz im Bundesrat, wenn die Bevölkerungszahl des Landes unter 6 Millionen sinkt. Aber ist ein Zensus, der auf fehlerhaften Registern basiert, so genau wie einer, bei dem alle befragt werden? Jede Kommune hat einen individuellen Stichprobenplan. In kleinen Gemeinden, wo die Melderegister genauer sind als in großen Städten, kommen die Interviewer prozentual zu mehr Bürgern als in Großstädten. Aber genau dort ist der Registerfehler ja größer. Sie werden nirgendwo den gleichen Stichprobenplan für eine Gemeinde finden, der berücksichtigt, dass man für jede Gemeinde eine bestimmte Anzahl, nicht einen bestimmten Prozentsatz, sondern eine bestimmte Anzahl von Befragten haben muss, um valide Aussagen zu treffen. Und der auch berücksichtigt, dass zum Beispiel in großen Gebäuden der Melderegisterfehler in der Regel größer ist als in kleinen Gebäuden. Die Interviewten werden befragt, um den Registerfehler zu korrigieren. Sie sollen aber auch Auskunft geben über Religion, Migrationshintergrund und Bildungsabschluss. Bürgerrechtler kritisieren diese Zusatzfragen, die von der EU nicht vorgesehen sind. Außerdem lassen sich diese Angaben nicht auf die Straßenzüge genau auswerten, da sie nur von 10% der Bevölkerung erhoben werden. Die Merkmale, die wir nur ausschließlich aus der Haushaltebefragung haben, die wird man nicht so weit runterbrechen können, dass man sie für einzelne Straßenzüge auswählen kann. Da kann man das nur für ganze Kommunen oder in den Großstädten für einzelne Stadtteile auswerten. Die meisten werden aber vom Zensus am 9. Mai nichts merken. Trotzdem sind die Daten aller unterwegs. 18 Monate danach werden die Ergebnisse im Internet veröffentlicht. Und dann sollten wir wissen, wer wir sind und wenn ja, wie viele. In Berlin könnte es allerdings passieren, dass die Volkszählung vorübergehend ausgesetzt wird. Dort wurde Verfassungsbeschwerde eingereicht, weil sich praktisch jeder als Interviewer bewerben kann und damit zum Beispiel auch Vorbestrafter.